Erbauer, der Seniorensprecher der FPÖ, ist der nächste Redner. Bundesminister, sehr geehrter Herr Vorredner, Herr Bassi, herzlichen Dank für diese sehr emotionale Rede, wo Sie sehr viel gefordert haben. Ich frage mich nur, Sie sitzen in der Regierung, warum machen Sie es nicht? Ganz einfach. Und immer nur sich abzuputzen und sagen, die sind schuld und die sagen, die sind schuld, das wird letztendlich der Österreicher und die Österreicherin in Zukunft nicht mehr gelten lassen. Es ist ein bisschen mühsam, wenn man permanent zum Thema der Pensionen sich äußern darf, aber gleichzeitig die Erkenntnis immer wieder danach gewinnen muss, dass sich ja trotzdem immer wieder nichts ändert. Die Kollegin Schwendner hat gesagt, wir würden hier keine Vorschläge einbringen. Ich darf nur daran erinnern, dass wir in den letzten alleine 6 Jahren 27 Anträge zum Pensionssystem eingebracht haben. Wir haben seit Jahren gefordert, nämlich die Umsetzung der vom Rechnungshof geforderten Reformen von 2008 auf 2009. Wir haben gefordert, endlich die Harmonisierung der Pensionssysteme anzugehen und nämlich auch dem Minister die entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten in die Hände zu geben, um zum Beispiel beim Finanzausgleich hier tatsächlich den Durchbruch damit zu erlangen. Nichts ist geschehen. Wir haben die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger gefordert. Wir haben vor 3 Jahren gefordert, diese Pensionskommission in der jetzigen Form aufzulösen, weil sie nur dazu gedient hat, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, aber für den Menschen in Österreich nichts zu Wege gebracht hat. Und wir haben gefordert, dass endlich dieser Unsinn mit den Golden Handshakes aufgelassen wird und aufgehassen wird, weil dadurch sogar noch finanzielle Möglichkeiten, dass man hier noch daran was verdient, eingeräumt werden. Auch das, Herr Minister, gehört endlich weg von der Tagesordnung. Auch das ist bis heute nicht geschehen. Und das ist natürlich jetzt der Grund, wo wir zurückkommen zum Pensionsgipfel. Was hat uns der Pensionsgipfel jetzt gebracht, fragen sich die Menschen. Ich war bei einigen Pensionsdiskussionen in den letzten Tagen. Die Menschen haben mich gefragt, Herr Neubauer, ist das Pensionssystem jetzt ein faireres nach diesem Pensionsgipfel? Ist es treffsicher oder ist es überhaupt nachhaltiger? Ich habe Ihnen gesagt, nein, ist es nicht. Im Gegenteil, wir haben nicht nur die Ankündigung vom Herrn Minister gehabt, dass er das Pensionskonto belasten will, was durchschnittlich ein Viertel der Pensionen als Einbuße rechnungsmäßig darlegen würde. Wir haben auch die Frage der Bestrafung von Alterspensionen gehabt und wir haben die Frage bei der Bank Austria, die meine Kollegin Belakovic-Jenevenja angesprochen hat, gehabt. Und beide Male haben wir gleichzeitig eine Verfassungsklage hier im Raum stehen. Ja, in welchem Haus sind wir, dass wir hier Vorschläge machen, wo wir von vornherein wissen, dass es verfassungsrechtlich nicht in Ordnung ist, was hier beschlossen werden soll? Das ist doch nicht in Ordnung. Und wenn wir wissen, dass bei der Bank Austria jetzt schon über 330 Angestellte der Bank Austria mit Klagen gegen den eigenen Dienstgeber bereits vor Gericht ziehen, ja, dann muss sich doch der Herr Minister endlich einmal Gedanken machen, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn wir heute noch davon reden, dass die Pensionen nur dann gesichert sind, wenn wir einen gesicherten Arbeitsplatz haben und das in den letzten Monaten natürlich massiv gefährdet ist, ja, dann müssen wir doch endlich schauen, dass wir hier endlich Schranken einziehen und dass der Sozialmissbrauch in Österreich damit eng verbunden endlich eingedämmt wird. Es kann doch nicht sein, dass ich die Pensionisten auf der einen Seite bestrafe, andererseits es zu Luxuspensionen kommt in der Höhe. Da bekommt der Herr von der DIVAG in Tirol 23.500 Euro Gehalt und eine Pension von 4.000 Euro. Und da wird nicht eingeschritten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da gibt es einen sozialen Missbrauch, unabhängig, ob das durch Österreicher oder andere Menschen, die nicht der österreichischen Staatsbürgerschaft angehören, gemacht. Da werden Einkommen von 3.000 Euro erzielt und diese werden dann im Sozialmissbrauch nicht einmal in Österreich geahndet. Da werden 3.000 Euro für eine angebliche Pflege der Großeltern eingehoben. Dann will man den Sohn zur Rechnung stellen, weil er nicht zu Hause ist. Dann baut der gute Mann in Serbien ein Haus um dieses in Österreich erschlichene Geld. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier fehlt der Wille zur Kontrolle. Und solange diese Missbräuche in Österreich nicht abgestellt sind, werden wir auch kein Geld für weitere Pensionsmaßnahmen haben.
Man sollte endlich die Harmonisierung der Systeme angehen, fordert Werner Neubauer, FPÖ Seniorensprecher. Der Pensionsgipfel habe das System nicht treffsicherer gemacht. Nächster Redner.